Seit den Verschärfungen im Fremdenrecht sind unzählige binationale Paare betroffen. Aber auch die Einwanderungsbehörde scheint oft ziemlich überlastet zu sein. Ja, und wie sollte es anders sein, wenn neue Gesetze und Bestimmungen den nicht österreichischen Ehepartnern zunehmend erschweren, einen Aufenthaltstitel zu bekommen? Die betroffenen Menschen haben Angst, dass jeden Moment die Fremdenpolizei vor ihrer Tür steht. Wie geht aber die Behörde damit um? Nun, manche Beamte drücken ein Auge zu, andere erfüllen das Gesetz buchstabengetreu, heißt es, unter vorgehaltener Hand. Und beim Versuch, Partnerschaften von sogenannten Scheinehen zu unterscheiden, wird oft das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, meinen die Betroffenen. Annik Gülgen-Meyer und Nadine Rosnicek zeigen im folgenden Beitrag, wie sich das Fremdenrecht konkret auf zwei binationale Paare auswirkt. Österreicherinnen und Österreicher. Seit dem 01.01.2006 werden die Fremdengesetze immer weiter verschärft. Ganz besonders für binationale Paare. Eine Trennung auf unbestimmte Zeit ist oft die Folge, ohne Garantie, jemals in Österreich zusammenleben zu können. Die nicht österreichischen Partnerinnen und Partner ohne Aufenthaltstitel können jederzeit des Landes verwiesen werden. Ohne Aufenthaltstitel auch keine Arbeitserlaubnis. Doch die Verschärfungen gingen auch im vergangenen Jahr weiter. Es wurde gesetzlich festgelegt, dass Drittstaatsangehörige mit legalem Aufenthaltstitel ein gesichertes Einkommen in der Höhe von netto rund 1.190 Euro nachweisen müssen. Diese Summe muss überbleiben, nachdem man Miete und 120 Euro pro Kind abgezogen hat. Eine Summe, die kaum jemand vorweisen kann. Der Nachweis einer Krankenversicherung sowie eines Mietvertrages werden ebenfalls verlangt. Scheidung vom österreichischen Ehepartner muss innerhalb von 30 Tagen der Einwanderungsbehörde gemeldet werden. Eine Novellierung, die der Thailänderin Prapaborn Pölzelbauer den Aufenthaltstitel kostete. Ihre frühere Ehe mit einem gebürtigen Österreicher wurde Anfang 2010 geschieden. Nun wollte sie ihren neuen Partner, ebenfalls einen Österreicher, heiraten. Sie hat müssen die Dokumente, Scheidungsdokumente übersetzen lassen ins Thailändische und dann eben in Thailand, in Bangkok auf der Behörde einreichen, dort am Standesamt. Ne? Und dann kriegt sie die Dokumente, dass sie wieder auf den Mädchennamen zurückgeht. Ne? Papa, das ist ein bisschen Dauer, weil das in Bangkok ist. Unlogisch. Ja. Ah ja, genau. Ja, das, ja. Politik, das war halt im Frühjahr 2010, wie das eben zu machen war, diese Wege. Mhm. War in Bangkok, waren Unruhen, da war also Aufstand dort. Aber da waren die 30 Tage natürlich schon längst vorbei, das ist auch klar. Nicht? Aber nicht aus dem Verschulden von meiner Schwiegertochter, sondern eben, weil halt die Umstände so waren. Die Akte Pölzelbauer liegt nun im Innenministerium. Es gibt immer wieder besondere Umstände. Werden die berücksichtigt in irgendeiner Weise? Hier gibt es einen Ermessensspielraum für die Behörde. Es gibt letztlich auch die Möglichkeit, unabhängig davon, dass diese Frist nicht eingehalten wurde, eine Grundlage für die Niederlassung zu finden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und damit wird sich die Behörde auseinandersetzen. Grünes Licht aus dem Innenministerium. Angela Iwesic vom Beratungszentrum für Migrantinnen betreut die Familie Pölzelbauer. Sie hat die Schwierigkeiten in diesem konkreten Fall miterlebt. Es gab keine Informationen, dass sich das Gesetz geändert hat. Und wie soll eine Person wissen, obwohl sie einen gültigen Aufenthaltstitel hat, dass in der Zwischenzeit das Gesetz sich geändert hat und dass eben mit Eintritt des Wegfalles der Familiengemeinschaft auch mein Aufenthaltsrecht damit verloren geht?
Der stellvertretende Leiter der Einwanderungsbehörde kann nicht konkret zum Fall Stellung nehmen. Dass die EMA 35 nicht rechtzeitig Informationen an Betroffene weitergegeben hat, hatte seine Gründe. Wir brauchen auch eine Vorlaufzeit, um diese Änderungen natürlich beauskunften zu können im Vorfeld. Und das ist bei den derzeit kurzen Begutachtungsfristen so gut wie nicht mehr möglich. Frau Pölzelbauer hat nun keinen Aufenthaltstitel mehr. 5 Jahre hat sie in Österreich gelebt und gearbeitet. Durch die Scheidung hat sie alle Rechte verloren. Die 5 bisherigen Jahre, die sie schon in Österreich gelebt haben, die sind einfach null und nichtig. Also sie muss wieder von null beginnen, einen Erstantrag stellen. Das wäre also der Rechtsweg. Ja, und Erstanträge können aber nur im Heimatland gestellt werden. Wir hätten das gern alles hier erledigt und gelöst. Ja. Und wir sind beide Vollzeit berufstätig und wir hätten gern eben eine schnelle, akzeptable Lösung für uns. Und bis jetzt war man nicht bereit, uns eine Lösung anzubieten und das rasch unbürokratisch zu erledigen. Seit Mai 2010 sind Herr und Frau Hawk verheiratet. Walter Hawk ist US-Staatsbürger. Vor der Heirat hat sich Frau Hawk genauestens erkundigt. Da habe ich dann beim Innenministerium angerufen und wurde zu irgendeiner Stelle verbunden, die mir dann Auskunft gab. Und auch bei der EMA 35 habe ich gefragt, auch telefonisch. Und es wurde gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Er braucht diese und diese Papiere. Wenn er die hat und mit diesen Papieren kommt, dann können wir heiraten und danach den Antrag auf Aufenthaltstitel stellen. Doch es kam alles anders. Nach der Heirat sind wir zur EMA 35 gegangen, wollten den Aufenthaltstitel stellen. Und da wurde uns dann gesagt, das Beste wäre, er würde jetzt wieder rübergehen nach Amerika und von drüben den Antrag stellen. Und ich habe gesagt, warum? Ich habe doch vorher gefragt. Und da wurde mir auch zur Auskunft gegeben, ja, es ist alles im grauen Bereich, keiner kennt sich aus, es ändert sich alle paar Wochen. Neben der Masse der Anträge ist dann zusätzlich auch immer das jeweils sehr kompliziert geänderte Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz weiterzugeben und auch auf die verschiedenen Fallkonstellationen einzugehen. Das Ehepaar stellt einen Antrag auf den Aufenthaltstitel für Herrn Hawk. Im August 2010 erhalten sie jedoch einen ablehnenden Bescheid. Der Akt Hawk wird von der Behörde an das Innenministerium weitergeleitet. Dort gibt man uns Auskunft über die an den Aufenthaltstitel geknüpften Bedingungen. Wenn die Kriterien gegeben sind, das heißt Wohnung, Krankenversicherung und diese 1.195 Euro monatliches Einkommen, dann spricht nichts gegen eine Niederlassung des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Angeblich verdiente ich zu wenig. Also es wurde mir nicht geglaubt, mein richtiger Verdienst wurde mir nicht geglaubt. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind, aber es war zu wenig angeblich. Und er könnte zu einer Belastung, wie soll ich sagen, für Österreich werden, einer finanziellen Belastung für Österreich werden. The toughest thing, I think, for me is just the waiting. My patience has grown very thin because it really shouldn't be an issue of this much time being taken. Auch für Familie Pölzelbauer ist die lange Wartezeit unverständlich und zermürbend. Unsere Ängste sind jetzt momentan, dass jeden Augenblick, eben jeden Tag, wenn der Briefträger kommt, eben ein behördliches Schriftstück uns zustellen will mit dem Negativbescheid, und das bringt uns schlaflose Nächte. Und diese Wartezeit ist eine große Belastung für die Paare. Was dauert da so lange? Im einen Fall ist das ja kein Paar mehr, das betroffen ist, sondern eine Einzelperson, nachdem es zu einer Scheidung gekommen ist. Die aber jetzt wieder verheiratet ist mit einem Österreicher. Mhm.
Es muss hier eben geprüft werden, ob die Kriterien gegeben sind für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung und das bedarf einer entsprechenden Zeit. Die Initiative Ehe ohne Grenzen kämpft seit Jahren gegen gesetzliche Bestimmungen, die das gemeinsame Ehe- und Familienleben verhindern. Von bürokratischen Hürdenläufen und langen Wartezeiten berichten Klientinnen unentwegt. Wenn man eine Auslandsantragstellung macht, ist es schon eine Behörden-Odyssee, bis der Aufenthaltstitel überhaupt, also bis der Antrag überhaupt erstmal in Wien bei der MA35 ist. Ja. Auch das kann schon 4 bis 5 Monate dauern unter Umständen. Ja. Und dann prüft in Österreich mal in Wien die MA35 und die Fremdenpolizei. Ja. Und auch das kann 3, 4, 5 Monate dauern. Es ist eine elendslange Warterei für Paare, die zermürbend ist. Was ist der jetzige Aufenthaltsstatus Ihres Ehemannes? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts mehr gehört. Und Sie fragen auch nicht nach? Ich habe Angst nachzufragen. Warum? Man liest so viel, man hört so viel. Ich habe Angst, dass ich meinen Mann verliere. Ich schäme mich dafür, dass in unserem Land sowas möglich ist. Man liest so viel, man hört so viel in letzter Zeit, was da passiert. Nicht nur jetzt zwischen binationalen Paaren, auch Leute, die im Asyl sind. Es ist immer wieder von der Fremdenpolizei die Rede, die sehr brutal vorgeht. Die letzte aufsehenerregende Abschiebung sitzt noch in den Knochen der Menschen. Die kosovarischen Zwillinge kosteten dem Leiter der Fremdenpolizei die Stelle. Neu ist, dass in Zukunft Abschiebungen von Kindern nicht mehr durch uniformierte Beamte mit sichtbaren Waffen vollzogen werden und wenn Abschiebung, dann gleich im Familienverband. Andrea Jelinek ist die neue Leiterin der Wiener Fremdenpolizei. Aber ich versuche es ja auch zu beachten, dass diese Tätigkeit für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, für die Polizistinnen und Polizisten eine schwierige Tätigkeit ist, die wir wahrzunehmen haben. Wir haben die Gesetze zu vollziehen, gemacht werden die Gesetze im Parlament, im Nationalrat, da wäre die Politik gefordert. I just want the ability to get my visa so I can work, provide for my family and my dog Charlie. It's the only thing I want to do. I don't want to be a burden on, you know, Austrian society. Wir haben die Papa-Bahn wirklich ins Herz geschlossen, haben sie sehr gerne und sind froh, dass sie also in unserer Familie ist. Sie hat jetzt zwar keine Eltern mehr in Thailand, aber sie hat jetzt in Österreich eine Familie. Ja, ich bin sehr froh. Ich habe jetzt gute Familie. Wie es in den beiden Fällen letztlich ausgehen wird, das kann ich noch nicht vorwegnehmen. Mir wird jetzt keine Bösartigkeit mehr einfallen, die man noch in Gesetze gießen kann. Und ich hoffe, die Gesetzgeber sind nicht kreativer als ich.